Es geht weiter mit Michael Karbacher und der Vortrag, den er jetzt hier vor uns halten wird, ist Freie Wissenschaft durch Podcasting. Und er hat ein Podcast, Kolloquium-Podcast, und ich glaube, was er uns jetzt erzählen wird, ich bin ziemlich gespannt, ist der Versuch, wie sozusagen auch Podcasten sowas wie eine universitäre Infrastruktur sein kann oder ein Denkraum. Er wird uns dazu jetzt gleich sehr viel mehr erklären. Es geht um Wissenschaft ohne Organisationszwang. Viel Freude an dem Vortrag. Danke. Bei der Subscribe 8 in München hat Moritz Klenk einen Vortrag gehalten, der hieß Freie Rede versus Meinungsfreiheit. Und der Titel jetzt von meinem Vortrag, Freie Wissenschaft, der greift das so ein bisschen auf, also was zumindest was das Wort Freie angeht. Moritz hatte damals gesprochen über die politische Dimension des Podcastens. Und gestern in seinem Vortrag hat Stefan Schulz betont, dass der Begriff des Journalisten also ein besonders freier Beruf sei und für viele Podcaster deswegen auch sehr naheliegend ist, sich erstmal als Journalisten zu verstehen. Und wenn man sich so die Podcast-Landschaft anschaut, also jedenfalls so wie ich das wahrnehme, sieht man auch ganz häufig, dass man es mit quasi journalistischen Formaten zu tun hat, die also Journalismus kopieren vielleicht nur. Ich habe für mich selber einen ganz anderen Weg gewählt. Ich habe in München ein paar Semester Jura studiert und dann in Hamburg im Schwerpunkt Soziologie und arbeite mittlerweile in einem Hotel Vollzeit hier in Köln, in einem kleinen schönen Drei-Sterne-Hotel. Und alles, was ich hier podcastmäßig mache, was ich internetmäßig mache, das mache ich außerhalb von meinem Beruf, wo ich also vergesellschaftet bin. So habe ich das in der Ankündigung hier formuliert. Das ist aber vielleicht sogar besonders interessant und besonders spannend und vielleicht bin ich dadurch sogar besonders frei in meinen Möglichkeiten und ja, das möchte ich gerne kurz vorstellen, weil die Podcast-Projekte, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, nicht sehr freundlich zum Zuhören waren. Also die haben sich eher darum geschert, also was mein Anliegen ist, was mein Interesse ist. Und das war also die Frage, kann man sowas wie wissenschaftliche Tätigkeit, kann man sowas wie Forschung und Erkenntnisgenerierung, kann man das betreiben auf einem professionellen Niveau, anschlussfähig, referenzierbar, ohne dass man selbst an einer Universität arbeitet. Also ohne dass man sich auch um die ganzen Probleme zu scheren hat, die an Universitäten bestehen. Wir sind ja hier auch beim Deutschlandfunk. Wären wir mit dieser Veranstaltung hier an einer Universität, dann hätten wir davon ausgehen können, dass die Rahmenbedingungen sehr viel schlechter gewesen wären. Dann hätte es wahrscheinlich keine Getränke gegeben oder also alles sehr viel aufwendiger produziert. Die Räume wären hässlich, die Technik wäre schlecht gewesen. Also die Bedingungen an Universitäten sind einfach suboptimal. Je mehr Studierende es gibt, desto schlimmer wird's. Moritz hatte damals gesagt, wir lassen uns den Kommunikationsapparat nicht zu einem Distributionsapparat kaputt machen. Daran habe ich so ein bisschen angeknüpft auch wenn mein Projekt schon viel früher gestartet hatte. Es hat angefangen 2016 mit einem Gespräch mit einem vielleicht manchen von euch bekannten Internetsoziologen, Klaus Kusanowski. Damals hatte er ein Gespräch mit dem René aus dem Soziologie-Stammtisch-Podcast und ich habe das damals als Hörer gehört und bin also fast ausgeflippt, als ich das gehört habe, weil das Gespräch so ein bisschen ein abruptes Ende genommen hat zwischendrin oder die Beteiligten sehr, sehr stark auf sowas wie Harmonisierung, aus waren, fokussiert waren und Klaus da leider nicht ausreden konnte. Was mich als Zuhörer sehr, sehr stark gestört hat einfach. Also ich wollte dem Punkt, den die da in dieser Folge gemacht haben, gerne also nachgehen oder hätte gerne gehört, wie man das noch weiter besprechen hätte können, wenn man sich nicht davor gescheut hätte, Konflikte einzugehen. Und mir blieb letztendlich nichts anderes übrig, als dann selber ein Podcast-Projekt zu machen, was ich wirklich nicht wollte. Also das ist mir sehr schwer gefallen. Also in der ersten Folge habe ich mich mit Klaus unterhalten. Das war einfach, weil ich anschließen konnte an das Gespräch und dann auch eine konkrete Frage hatte. Für die zweite Folge des Podcasts, das lief damals unter dem Label Kommunikation zwischen Unbekannten, habe ich einen Freund gebeten, doch bitte hier mit einer anderen Person sich mal zu unterhalten in einem quasi freien Setting. Also so, dass die beiden vorher nicht abgesprochen haben, worüber sie sich unterhalten werden. Also man geht einfach ins Gespräch
Und dann schaut man im Gespräch, wer die andere Person ist, womit man es zu tun hat und was denn ein Thema sein könnte, über das man sich jetzt unterhält. Das haben die beiden gemacht. Der Freund von mir, Jens, und ein Kulturwissenschaftler, Martin. Und daran habe ich dann angeknüpft. Also das hat mir ein bisschen also die Angst vor dem Podcasten genommen und hat mir auch gezeigt, wie das dann konkret aussehen könnte in so einem Gespräch und wie ich mich auch selber dann verhalten kann potenziell in so einem Gespräch. Weil wie ist das, wenn man sich mit völlig Unbekannten, die man nicht kennt, also ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe die Leute über Twitter akquiriert, also eine besonders anonyme Plattform, die auch nicht auf gegenseitigen Folgen beruht, sondern wo man eben Leuten folgen kann, die einem nicht zurückfolgen müssen und wo man Leute anschreiben kann, die einem auch nicht antworten müssen und wo man Leute anschreiben kann, die sich dann sehr, sehr dadurch gestört fühlen, dass man sie angeschrieben hat. Und trotzdem also hat das gut geklappt, darüber dann Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu finden. Es waren hauptsächlich Gesprächspartner, die sich darauf eingelassen haben, sich mit mir zu unterhalten, mit mir zu sprechen. Die meisten von denen kannte ich wirklich gar nicht, außer von ein paar Tweets. Und in den Gesprächen, also die dann teilweise ein paar Stunden gingen, haben wir dann immer wieder trotzdem genug Anlass gefunden, uns weiter zu unterhalten. Das war dieses Kommunikation zwischen Unbekannten Podcast-Projekt. Und im Laufe dieses Projektes, also was sehr, sehr erkenntnisoffen angefangen hat und wo ich mich nicht einschränken lassen wollte durch eine spezifische Agenda oder wo ich also großen Wert darauf gelegt habe, nicht im Vorfeld schon festzulegen, was hinterher als Ergebnis rauskommen wird. Das ist das Eigentliche, was ich daran auch als wissenschaftlich betrachten würde. Also eine Ergebnisoffenheit, das Medium kennenlernen, sich mit den Rahmenbedingungen, mit denen man sich in unserer also Internetgesellschaft bewegt, also näher beschäftigen und mal schauen, was kommt dabei heraus, wenn man das irgendwie völlig auf die Spitze treibt und also sich auf ganz, ganz komische Experimente einlässt. Ich habe einen soziologischen Hintergrund, wie erwähnt. Also ich habe an der Uni Hamburg Sozialökonomie studiert, im Schwerpunkt Soziologie. Vor allem also Sozialisationstheorie und Sozialpsychologie waren meine Studienschwerpunkte. Und ich möchte ein bisschen dazu einladen auch, also sich so eine soziologische Brille aufzusetzen. Vor allem, weil ganz, ganz viele Leute, also die ich hier kennengelernt habe jetzt die letzten zwei Tage, berichtet haben von ihren Vorhaben, was sie denn gerne für ein Podcast-Projekt machen wollen würden. Und das ist auch etwas, was Stefan Schulz schon gestern erwähnt hat. Wenn man also ein bisschen versucht, so die Gesetzmäßigkeiten und die Zwänge und die ganzen Sachen, die in unserer Gesellschaft so als selbstverständlich genommen werden, durch diese soziologische Brille betrachtet, dann entwickelt man so ein gewisses Kontingenzbewusstsein. Also es ist eben so, wie es ist, aber es könnte auch anders sein und es ist nicht zwangsweise notwendig, dass die Dinge so sind, wie sie sich uns darstellen. Also unsere Gesellschaft kennt Wissenschaft als institutionalisierte Wissenschaft. Das ist der Punkt, den ich damit versuche zu machen. Also wir kennen Wissenschaft als etwas sehr Spezifisches, was an Universitäten stattfindet, wo publiziert wird, wo Bücher geschrieben werden, wo Paper geschrieben werden, wo Journals gefüllt werden. Und es könnte ja auch ganz anders sein. Moritz hatte dieses Subscribe das Thema sprechendes Denken. Also es muss eben nicht zwangsweise die schriftlich ausformulierte Publikation sein, die das Erkenntnisinstrument ist, was man herumreicht und diskutiert. Vor allem, wenn doch offensichtlich ist, dass so viel publiziert wird und so viel diskutiert wird, dass es überhaupt nicht darauf ankommen kann, das zu lesen und zu diskutieren, sondern es ist eigentlich viel interessanter, den Leuten das Mikrofon in die Hand zu geben, die bislang nicht das Mikrofon in der Hand haben konnten. Und das ist eben etwas, was Podcasting ermöglicht. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 500 Jahren stark gewandelt. Also wir haben keine feudalen Strukturen mehr in unserer Gesellschaft. Wir haben die Stände aufgelöst, wir haben die traditionellen Gemeinschaften aufgelöst, wir haben viele Zwänge aufgelöst, die früher mal in Familien und Gemeinschaften bestanden haben. Und wir wissen jetzt heutzutage, dass Gott uns nicht mehr an eine bestimmte spezifische Stelle in der Gesellschaft positioniert hat, an der wir dann den Rest unseres Lebens bleiben müssen. Also wir werden nicht als Bauern geboren und sterben als Bauern, sondern wir haben eine gewisse Fähigkeit erlangt, also soziale Mobilität, uns selbst neu zu erfinden jederzeit. Auf die gleiche Schiene, also durch durch diese Kompetenz, die wir gewonnen haben, haben wir uns auch gleichzeitig viele Probleme eingesammelt. Eins davon ist, dass wir
also so ein Identitätsbewusstsein in unserer Gesellschaft haben. Also Identität als eine Form von Institutionalisierung, die wenig Raum zulässt für eine Perspektivität. Also ich kann eben auf Twitter der totale Troll sein und wirklich unverschämt mit jedem Einzelnen von euch diskutieren. Aber wenn ihr mich persönlich kennenlernt, dann bin ich ein schüchterner, zurückhaltender Typ und gehe euch nicht weiter auf die Nerven. So. Also Institutionalisierung, diesen Begriff habe ich spezifisch von Peter Berger und Thomas Luckmann übernommen, zwei Soziologen. Der kam auch gestern schon mal vor, der wird häufiger, kriegt man den mal zu hören, wenige wissen, was damit konkret gemeint sein könnte. Und das möchte ich kurz also vorstellen, diesen Institutionalisierungsbegriff, um so ein bisschen diese soziologische Brille, die ich erwähnt habe, besser nachvollziehen zu können. Man könnte nämlich sagen, dass Menschen im Unterschied zu Tieren sehr, sehr schlecht erzogen sind, weil Menschen also wenig mit Instinkten ausgestattet sind, die sie befähigen, sich in ihrer Umwelt also angepasst zu verhalten, sondern Menschen müssen sich ständig auch Fragen stellen und damit auseinandersetzen, wie in einer konkreten Situation sich zu verhalten ist. Jetzt zum Beispiel gerade, also dass das hier so dunkel ist bei euch im Publikum, das ist für mich unglaublich irritierend, weil ich überhaupt kein Feedback habe, so wie eure Gesichter aussehen. nur als Beispiel. Also ich gehe noch ein bisschen konkreter auf das Projekt ein, statt die soziologischen Dinge runterzurattern, die ich mir im Vorfeld noch also ausgedacht habe, um professionell zu wirken hier. Ich habe dieses Kolloquium-Podcast gemacht, der sich aus diesem Kommunikation zwischen Unbekannten Podcast heraus entwickelt hat. Und ich habe eben gemerkt in diesem Kommunikation zwischen Unbekannten Podcast, dass mich gesellschaftliche Fragen interessieren, spezifisch, also dass mich interessiert, wo gibt es Zwänge, wo gibt es also Einschränkungen, wie kann man mit diesen Einschränkungen umgehen, was sind die Möglichkeiten, die es so gibt. Und da habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, die ich da eben kennengelernt habe über Twitter. Und daraus haben sich Freundschaften und Bekanntschaften entwickelt. Und letztendlich also hat das ganz schön mein ganzes Leben umgekrempelt. Also als ich mit diesem Podcast-Projekt angefangen hatte, das im April 2016, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich Vollzeit gearbeitet in einer Firma in Hamburg. Und das war also eine schlechte Arbeitsumgebung einfach, die mich nicht sehr glücklich gemacht hat. Und meine Idee war damals, bevor ich dieses Podcast-Projekt angefangen habe, dass es irgendetwas geben müsste, mit dem man sich beschäftigen kann, was eine Alternative oder was so ein Ausweg dasteht aus so eingefahrenen Organisationszwängen, aus unangenehmen Situationen, wo man gezwungen wird, also anwesend zu sein, obwohl man gar nicht anwesend sein müsse, wo man gezwungen ist, bestimmte Tätigkeiten nachzugehen, die man gar nicht nachgehen möchte, wo man also weiß ich nicht, Kennzahlen erfüllen muss, wo man für bestimmten Umsatz irgendwie sorgen muss, also lauter doofe Sachen. Ich habe dann da einfach gekündigt. Das konnte ich, weil ich auch wohlhabende Eltern habe, die mich dann einfach unterstützt haben. Das ist ein Privileg, was natürlich nicht jedem zur Verfügung steht, das ist mir klar. Und habe mich dann Vollzeit auf das Podcasten so verstiegen. Auch nicht mit dem Anspruch, damit Geld zu verdienen und auch nicht mit dem Anspruch, das auf eine Art und Weise zu betreiben, die sich dann selber trägt, sondern eben als Erkenntnismittel, also als Experiment, um zu sehen, ob sich irgendetwas ergibt durch Podcasting, was mir ermöglicht, also glücklich durchs Leben zu gehen und also ein gutes Leben zu führen. Da kam erstmal lange Zeit nichts. Bis dann letztendlich sich durch verworrene Umstände es ergeben hat. Ich hatte mich in eine Zuhörerin verliebt, habe notgedrungen einen Job suchen müssen hier in Köln, damit ich hier nach Köln ziehen kann von Hamburg damals. Und ja, also so bin ich dann hier gelandet. Also es gibt ganz viele verworrene Wege, die sich ergeben können, die nicht planbar sind, die man nicht im Vorfeld antizipieren kann, die aber trotzdem also in Einklang stehen mit der Art und Weise der Kommunikation, wie sie uns zur Verfügung steht. Darauf kann man sich einlassen. So. Darauf kann man sich einlassen. Das ist also mit vielen Problemen verbunden, das ist mit Angst im Vorfeld verbunden. Aber wenn man möchte, dann gibt unsere Gesellschaft eben auch die Möglichkeit, sich durch diese massenmediale Kommunikation und ja, da im Wesentlichen eben Podcasting bzw. das gesprochene Wort vergesellschaften zu lassen. Das war mein Talk. Hi,
das an? Ja. Wir sind ja relativ schnell durchgekommen hier mit dem Talk. Vielleicht nutzen wir die Zeit vielleicht noch für ein paar Fragen auf der Bühne und dann können wir noch mal ein paar Publikumsfragen zulassen. Mhm. Komm gerade mal zu dir hoch. Ja, bitte. So, mich würde nochmal interessieren, dein Ansatz an dein Podcast-Projekt und an deinen Talk ist ja, Wissenschaft als freie Wissenschaft zu denken. Und ich habe relativ lange jetzt auch an Unis in letzter Zeit gearbeitet, da ist freie Wissenschaft, Open Wissenschaft irgendwie so ein Riesenthema. Also weil Open Access, wenn man versucht, die Wissenschaft jetzt vielleicht auch ein bisschen aus den alten Strukturen herauszukommen und die Idee sozusagen von der anderen Seite, du hast ja sozusagen den Wissenschaftskontext verlassen und von der Amateurseite, das hat ja eine lange Tradition auch in unserer Gesellschaft, 19. Jahrhundert gab es ganz viele Amateurwissenschaftler und nicht. Mhm. Oder auch sozusagen so diese ganze Idee, Dandys sozusagen junge, wohl situierte Herren, die sich auch mit den Wissenschaften und den Künsten beschäftigt haben. Es ist so, dass du dich in eher so einer Tradition des 19. Jahrhunderts selber siehst, also im Grunde dem in so einer Art Dilettantismus, das hört sich so viel furchtbar an, das Wort, aber es bedeutet, dass jemand das Schöne liebt. Oder hast du eher das Gefühl, dass du gerne sozusagen auch so dieses, was du aus der Uni mitgenommen hast, gerne versuchst in die reale Welt zu übertragen durch das Podcasting? Also ich denke, das wäre eine Frage, der man nachgehen könnte. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich die Antworten habe und ich gehe auch nicht davon aus, dass man Ahnung haben muss, also um sich auf einen Erkenntnisprozess einzulassen. Ich gehe davon aus, dass man zwar also von einer bestimmten Form von Wissen ausgehen kann, womit man es zu tun hat, wenn man es mit Wissenschaft zu tun hat, aber ich glaube, dass diese Form von Wissen eben ein institutionalisiertes Wissen ist, was sich in unserer Gesellschaft so herausgebildet hat und was in einer Zeit, in der wir also zunehmend die Gesellschaft verlassen, die sich primär durch eine Buchdruckgesellschaft auszeichnet. Also die eine Gesellschaft, die ihr Wissen in Schriftform weitergibt, die Bücher druckt, die Bücher verteilt, die Journals druckt, die Journals verteilt, dass wir uns von dieser Form der Primärdifferenzierung unserer Gesellschaft ein Stück weit verabschieden. Also wir haben heutzutage durch das Internet ganz andere Möglichkeiten, Schrift zu verbreiten. Wir haben auch ganz andere Möglichkeiten, gesprochenes Wort zu verbreiten. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Videos zu verbreiten. Und Universitäten, klar, es gibt Open Science, es gibt also Bibliothekswissenschaften, die sich ganz, ganz intensiv auch mit der Frage beschäftigen, wie man heutzutage Wissen archivieren kann, wie man Wissen zugänglich machen kann, wie man auch neue Formen von gespeichertem Wissen zugänglich machen kann. Aber was das für mich jetzt also als Außenstehender so ist, danke. Das ist also eine Form von sich festklammern an Machtstrukturen. Also festklammern an Machtstrukturen und auch so eine Form von Privilegiensicherung. Also weil es qualitativ also keinen Grund gibt, wieso Wissen ausgerechnet in einer schriftlichen Form also nur geteilt werden kann. Aber ist sozusagen deine Praxis da so auch eine Art politisches Handeln, also im Grunde um diese Strukturen, die du eben gerade genannt hast, auch im Grunde deutlich zu machen und auszuhebeln, also im Grunde wie so ein Hack? Oder geht es dir auch darum, vielleicht andere Menschen zu finden, die vielleicht ähnliche Interessen haben und sich dort auch in so eine Art Resonanzraum zu geben? Also es gibt auch andere Podcasts, die sozusagen sich sozusagen abseits der klassischen Wissenschaftswege durchaus sehr intellektuell über Soziologie oder Philosophie austauschen. Also ist es so, dass du da auch so eine Art Netzwerk schon gefunden hast, in dem man so miteinander spricht oder zumindest das Gefühl hat, mit anderen Leuten, die ähnlich denken, zu interagieren? Oder siehst du das tatsächlich als ganz eher so als sehr deutlich aus so einer politischen Haltung heraus? Also ja, ja, einerseits. Andererseits, also ich gehe ja nicht los und greife jemanden an. Also sage, also bitte kündige deinen Job und lass dich mal darauf ein, also auf eine andere Form von Vergesellschaftung. Also ich interessiere mich vor allem für die Leute, die nicht wissen, womit sie es zu tun haben, die sich wundern über Dinge und die keine Möglichkeit wissen, sich
also damit zu beschäftigen oder sich damit auseinanderzusetzen, mit diesen Dingen, die sie wundern. Wenn jemand an einer Universität arbeitet und da also seine Projekte hat und sich um seine Weiterfinanzierung kümmert oder darum, also seinen Forschungsbericht fertig zu machen und mit dieser Form von Tätigkeit glücklich ist, das gönne ich jedem, also wirklich. Also das ist eine schöne Sache, da habe ich überhaupt nichts dagegen und das möchte ich niemandem kaputt machen. Also insofern würde ich sagen, in der Hinsicht ist es kein Hack. Was es stattdessen ist, ist also ein sich ignorant stellen gegenüber der Praxis, wie sie vielfach praktiziert wird und wie sie vielleicht auch also weder notwendig ist heutzutage, noch also exklusiv ist. Und also zu unterstellen, es könnte eben auch ganz anders gehen und jedem zu sagen, das ist also Hobby-Dilettantismus, Hobbytum, also ich, nicht, dass ich das jetzt kritisieren möchte, wirklich nicht, aber jedem zu sagen, also du hältst dich da an einem Glauben fest, den ich nicht teile. Das kann man gar nicht genug betonen, dieses Dilettantismus und auch diese Laiengeschichte, das wirkt immer so, weil wir das so ganz anders im Alltag benutzen, ganz grausam, aber es hat wirklich eine wunderbare Tradition aus dem 19. Jahrhundert, das ist eigentlich ganz reizend. Aber das ist etwas, was mich für beim Publikum auch interessieren würde, sozusagen. Das ist ja eine sehr widerständige Haltung, die du ja eigentlich jetzt auch noch deutlich machst. Es geht ja sozusagen gar nicht nur um Erkenntnisgewinn, sondern es geht ja auch sozusagen auch um so eine Gegenhaltung und Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, sie auszudrücken durch Podcasten. Mhm. Gibt es denn da zu Fragen? Also wie ist es denn mit Wissenschaft, jenseits von Wissenschaft? Inwiefern ist das überhaupt Wissen, wie wir das kennen? Oder inwiefern, wie kommen wir als Zuhörerschaft mit solchen widerständigen Haltungen zurecht? Hast du das Gefühl, dass sozusagen die Rezeption, also es geht ja wahrscheinlich gar nicht darum, dass es verständlich ist, mhm, sondern tatsächlich um so eine Aktion oder ein Akt, ein Handeln, das sich genau dadurch ausdrückt. Mhm. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Also nämlich, weil ich mich ja auf den Weg gemacht habe, nicht um jemanden von irgendetwas zu bekehren und nicht um irgendjemandem etwas zu erklären, sondern um zu suchen, wo Leute sind, also die Fragen haben. Wo sind Leute, die eine Lernbereitschaft an den Tag legen, die auf Twitter, wo auch immer, also vor allem auf Twitter habe ich eben geschaut, unterwegs sind und sich auf eine Art und Weise verhalten, die kenntlich macht, dass sie irgendwie auf der Suche sind. Also dass sie nicht antworten haben oder dass sie nicht durch die Gegend laufen und Twitter wie eine Pressemitteilungsmaschine verwenden oder wie, weiß ich nicht, ein Lifestyle-Blogging oder sonst irgendetwas, sondern die tatsächlich da unterwegs sind und irgendwie sich Fragen stellen, die irgendwie Lernbereitschaft also an den Tag legen. Das habe ich gesucht und mit denen bin ich ins Gespräch gegangen, um denen zuzuhören. Das war das Anliegen. Das wäre jetzt übrigens auch meine Frage. Wo sind denn die Fragen hier im Publikum? Genau dazu. 5 Minuten haben wir. Herzlichen Dank. Ja, Christoph, mein Name. Hallo Christoph. Jetzt aber, ja. Genau, Christoph mein Name und ich finde das sehr interessant, was du erzählt hast und es ist ja oft so in der Wissenschaft generell, dass sich Wissenschaftler und wissenschaftlicher Betrieb versucht auch klar abzugrenzen, indem dann auch in Paper, wie du gesagt hast, in Papers in Zeitschriften und zwar in bestimmten Zeitschriften oft das Ziel ist, dass man da publiziert. Und was ja auch kritisch ist, weil nicht jeder hat dann die Chance, da auch zu publizieren, obwohl der Erkenntnisgewinn durchaus da ist und vielleicht sogar sehr relevant ist. Und auf der anderen Seite aber Wissenschaft auch immer versuchen muss, sich ein bisschen klar zu definieren. Also ich selbst kenne das aus der Archäologie, wo man das Problem hat, dass sehr viel darum drumherum ist, was sich gerne als Wissenschaft definiert, aber nicht im Entferntesten was damit zu tun hat, sondern einfach nur Gedankenmodelle sind, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Und siehst du vielleicht gerade Podcasten auch unter dem Hintergrund, was wir in dem Eingangsvortrag ja mit dem sprechenden Denken gehört haben, dass Podcasts da auch so ein bisschen versöhnlich ausgleichend wirken können?
Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Form von, also das klang für mich ein bisschen so, dass es in Richtung Verschwörungstheorie geht oder sowas. Also was jetzt sich nicht klar als Nichtwissenschaft... Also ja, alles Mögliche von Verschwörungstheorie über Außerirdische, über also da sind keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, in verschiedenen Wissenschaften, auch in der Medizin oder in der Physik, gibt es da sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Mhm. Ja. Also ich meine, man kann so eine Grenzziehung vornehmen und man kann die so praktizieren. Die Frage ist halt, inwiefern ist die durchhaltbar? Weil ich mich auch die Frage stelle, wie kann das dazu kommen, dass jemand wie ich, der mit so einer Form von Anliegen also sich präsentiert, dann auch tatsächlich hier auf die Bühne gelassen wird? Das nehme ich ernst. Also das nehme ich auch ernst als eine Form von, also wir glauben oder wir beschäftigen uns damit, so mit den abseitigen Haltungen, mit den abseitigen Einschätzungen, vor allem, weil wir auch sichtbar ist, also dass ich dieses Projekt ja tatsächlich irgendwie jetzt 3 Jahre lang einfach durchgezogen habe. So. Also zumindest die Gespräche sind alle da, so. Da sind Kapitelmarken gesetzt, das sind Podcasts, also da haben sich Communities drumherum gebildet. Das war nicht nur ein Gesprächspartner oder zwei, sondern das sind jetzt, also das sind einfach sehr, sehr viele gewesen, so, die sich darauf eingelassen haben, auf diese Form von Gespräch. Und selbst wenn das so war, dass jetzt genauso wie dieser Vortrag, genauso wie mein Gehaspel und das schnell der Wasserfallartige dahinplätschern von irgendwelchen inkohärent erscheinenden Gedanken, dass es trotzdem Leute gibt, die dann zu Hause sitzen oder unterwegs sich das anhören und die da irgendwie was drin sehen und die sich auch also ein Stück weit spiegeln können und also eigene Artikulationsschwierigkeiten also damit auch zu packen bekommen und die sich dann auch oftmals einlassen auf Gespräche und ich meine zu Hause vor dem Computer, wenn ich da mit den Leuten skype, so mache ich das technisch, bin ich also dann auch entspannter und dann hat man 2-3 Stunden Zeit und dann ist das eben ein Podcast so. Also für mich ist das hier gerade total nervenaufreibend, ehrlich gesagt, und angsteinflößend. Ich mache das, also ja, gut. Umso ehrenvoller ist es sozusagen, dass wir hier das so gut durchgehalten haben. Nein, noch nicht klatschen, sondern gibt es noch eine letzte Frage, weil da würden wir dich gerade noch einmal durchpeitschen und mich tatsächlich auch den Leuten die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Eine letzte Frage nehmen wir noch als Abschluss und dann gehen wir auch weiter im Programm, weil das passt zum Teil nämlich ganz gut. Ja, hi Michael. Ich bin ja jetzt auch nur mal ein bisschen Teil von dieser KZU-Bande und was ich ein bisschen schade fand in deinem Podcast oder in deinem Vortrag, ist, dass du nicht klar abgegrenzt hast zwischen dem Kolloquium-Podcast und dieser Geschichte, die da halt mit KZU geht. Das ist, glaube ich, für Außenstehende recht schwer nachzuvollziehen. Denn ich habe so erlebt, unter diesem Hashtag KZU, da läuft halt einfach viel. Auf Twitter ist man ja nun mal kein Mensch, sondern Account und manchmal geraten da Accounts aneinander und ja, ich breche jetzt einfach ab, du weißt, was ich meine, aber trenne es doch einfach ein bisschen. Also dein Podcast von dieser KZU-Geschichte, wo ist der Unterschied oder wie hängt das zusammen? Ich glaube, du musst uns auch noch mal ganz kurz erklären, was KZU ist. Du hast ja vorhin auch schon mal so eine Schere aufgemacht zwischen Erscheinung auf Twitter in so einer Art Trollerei-Kontext und sozusagen auch so eine Erscheinung in so einem anderen, in der Podcasterei. Wenn du uns so ganz kurz noch mal den Hintergrund mitgibst, das wäre total hilfreich. Also Kommunikation zwischen Unbekannten, das ist, wofür die Abkürzung KZU steht. Das ist ein Begriff, den sich der Soziologe Klaus Kosinowski ausgedacht hat oder unter dem er Blogbeiträge schreibt. Das ist etwas, was man als Kapitel auch findet, als Kommunikation unter Unbekannten in dem Buch von Stefan Schulz. Also das ist ein Thema, was von verschiedenen Soziologen und soziologienahen Menschen so diskutiert wird im Hinblick auf die Internetkommunikation, wie sie beispielsweise auf Twitter stattfindet. Also mit Leuten, die sich nicht kennen, die sich gegenseitig nicht nur Nettigkeiten also zuschreiben und die voneinander eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich wollen. Im Gegensatz dazu, der Kolloquium-Podcast ist etwas, was daraus entstanden ist, aus dieser Grundmasse, wo ich dann mit Leuten, mit denen ich mich verstanden habe,
habe, also dann über Wissenschaft gesprochen habe, über wissenschaftliches Publizieren, über die Frage, also was ist denn nötig, beispielsweise um einen Wissenschaftsverlag zu gründen, wer kann das, wie schwierig ist es, wissenschaftliche Publikationen in wissenschaftlichen Bibliotheken unterzujubeln, also mit allen möglichen Fragen, die da so eine Rolle spielen, mit sozialen Grundlagen von Vertrauen, mit Lerntheorie, mit Professionalitätsmagie und Massenmedien, mit Konferenzen, mit, das waren die Themen so. Herzlichen Dank, und es geht im Programm dann auch gleich weiter.